Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind gerade irgendwelchen Banditen davon gelaufen. Keine Ahnung, was das für Leute sind, ich konnte es auch nicht lesen, weil ich nicht nah genug an den Leuten dran stand und ja, ich einfach nur mein Leben gelaufen bin. Oh Gott, das sind die Nächsten. Da ist ja alles voll mit diesen Leuten. Fürchterlich. Was soll denn das, ey? Halt! Das habe ich toll gemacht, echt. Wow, da schießt er mit Pfeile. Ich will ja nur meine Ruhe haben. Frechheit. Hä, was ist das? Ein alter Brunnen. Aha, Elixit. Mächtiger Energiespeicher, noch ein Elixit. Der rennt uns zum Glück nicht weiter nach. Gott sei Dank. Okay. Ein Flugblatt. Noch Elixit. Klopapier. Oh Mann. Au! Hey! Wo kommt der jetzt her? Die Musik war ja weg. Was ist denn das für ein Viech? Oh, Scheiße. Auweia. Okay. Wo bin ich jetzt? Hier oben. Okay. Also schön gemütlich. Nicht die Nerven wegschmeißen. Alles wird gut. Okay. Die Richtung hier stimmt schon mal. Wir müssen uns nach Gelb orientieren. Ach du liebes bisschen. Überall wo wir hingehen. Nur tödliche Gefahren. Muss das sein? Ja. Ich will den Beißer erledigen. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich sauf mal was. Weil wir brauchen ja auch Fleisch. Jeder Schlag füllt deine Komboleiste auf. Sobald du genug Kombo-Energie hast, kannst du eine Spezialattacke Que ausführen. Je besser du deine Attacke timest, desto mehr Kombo-Energie bekommst du für einen Schlag. Okay. Ja. Geht das etwa schon? Au. Wo sehe ich das? Weil blau, die blaue Leiste dürfte ja Mana sein. Naja. Übung macht den Meister, ich werde es irgendwann mal hinkriegen. So. Das war der kleine Beißer. Der kleine Scheißer. Ja, Beißer, genau. So, ja. Große Mana-Pflanze. Hat mich da gerade was angeknurrt? Ich weiß nicht. So. Dann war da drüben noch was, ne? Ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst vor diesem großen Viech. Da habe ich echt ein bisschen Sorge, dass es uns jetzt dann gleich vernichten tut. Boah, bin ich froh, wenn wir stärker sind, ey. Dann brennen wir das Gesindel da weg. Wäre auch mal gut. Wow. Ja, ja, natürlich. Ich kann schon wieder rennen. Auweia. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob es so schlau ist, Sachen einzusammeln. Während das Viech da ist, aber ich glaube, uns passiert nichts. Ich traue mich sogar nochmal zurück. Ja, ja. Das ist toll, oder? Ein Flugblatt und Klopapierrolle wollte ich mitnehmen. Dann hauen wir mal kurz ab und dann schauen wir mal nach, was das ist, ne? Dieses Flugblatt. Altes Flugblatt 1. Werbeplakat der... Achso. Infint Skies Corporation. Jawohl. Bewirb dich jetzt. Egal ob Mann oder Frau, wir suchen dich. Bewirb dich jetzt in unserem Einschreibecenter. Achso, es wäre dasselbe, ne? Ach du Heilige.
So, ich bin wieder 5 Minuten um. Und geschafft habe ich wieder nichts. So, wir müssen uns nach Gelb, zu Gelb orientieren. So. Hui. So, was haben wir hier? Aha. Unbrauchbare Verpanztasche. Nur da kommt Freude auf. Und Metallschrott. Noch mehr Metallschrott. Oh, nehmen wir alles gerne mit. Auch die kleine Heilpflanze. Und dann lassen wir mal die Gegend hier hinter uns. Bis wir stärker sind und alles besser erkunden können, ohne dass wir gleich sterben tun. Daps, daps, daps. Ich hoffe, dass ich nicht wieder in so einem Banditenlager stolper. Oh oh. Was ist denn das da vorne schon wieder? Aha, ein Raptor. Kraftloser Raptor. Wenn ich mich aufs Auto draufstelle, ja? Kann ich den dann besiegen? Da war das Haus besser, glaube ich, ne? Werden wir mal speichern tun. Oh yeah. Ich probiere mal was. Ja, da kann man stehen. Wo ist denn das Kackviech? Da ist irgendwo. Ja, das geht. Ja. Hoppala, das war verkehrt. Nicht getroffen. Hey. Schau. Jetzt aber. Jawohl. Bill Snipern hat noch keinen geschadet. So. Meine schönen Pfeile. Wo ist denn das Viech jetzt hin? Hallo? Ah, da. Wir plündern. Jawohl. Normalerweise, ich hoffe... Ach, doch, die Pfeile verbrauchen sich, ne? Ach, Schande. Na jo. Das war jetzt aber echt komisch, weil rot war es ja. Hm. Naja, was soll's. So, im Haus können wir uns wieder ein bisschen umschauen. Ja, ja, Plotsch. Es hört sich an, als wenn wir da in einen Teich gefallen wären. Hier schaut sogar ein bisschen aus. Tatsächlich, hier wohnt wer. Schau mal, verboten. Servus. Verschwinde aus unserem Haus. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Dir zieh ich das Fell über die Ohren. Gottes Willen, Einsiedler. Hallo, hallo. Hier bin ich schon weg. Kommt jetzt raus. Ah, tatsächlich. Wow. Haha, nichts erwischt. Was ist mit ihm, Alter? Voll unhöflich. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, wir sind schon bald da. Das ist schön. Darüber. Was zum Teufel? Okay. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ich bin schon weg. Hat immer diese schwachen Nerven. Voll unhöflich, die Leute. Echt. La 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 la. Aha, da ist jemand. Ich glaube, das ist schon der, den wir suchen. Ich speichere lieber mal, weil das ist echt schon mittlerweile, da ist Gesindel unterwegs. Ja. Boah, ist das ein schöner Teich. Aber ob man das Wasser trinken kann? Pures Mana erhalten. Schön. Was ist noch? Noch mehr Mana. Hallo. Ein Setzer. Der hat Händel. Wer bist du? Iador, hallo. Hey, du bist doch hoffentlich nicht hier, um dich am Weltenherz zu vergreifen. Oder nein. Wurdest du abgeurteilt, mit mir den Dienst zu verrichten? Ach, da will man einmal einen Schluck Tee trinken, ne? Nervös? Nichts von beidem. Nervös? Nervös? Dein erster Eindruck war halt... Naja,
Wir kriegen hier selten Besuch. Und wenn, sind es entweder Viecher oder Schlimmeres. Das Weltenherz in dieser Gegend untersteht also deinem Schutz. Das will ich meinen. Früher hätte ich es einfach verdorren lassen. Aber mittlerweile liegt mir viel daran, dass es wächst und gedeiht. Das Leben als Setzer des Hammerclans hat wohl seine Spuren hinterlassen. Oh, wie schön. Erzähl, es ist immer schön, wenn man seine Berufung findet, ne? Erzähl mir mehr über die Setzer. Was weißt du über den Mord an Askor? Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Ich würde sagen, wir fangen oben an. Also quatsch mal was über deinen Beruf. Erzähl mir mehr über die Setzer. Wir führen ein einfaches und bescheidenes Leben. Ruhm und Ehre, danach trachten nur die wenigsten von uns. Die Aufzucht der Setzlinge ist unsere Hauptaufgabe. Manche aber, so wie ich, kümmern sich um ein Weltenherz. Das ist im Grunde auch schon alles. Ist das Weltenherz der Baum da hinten gewesen, wo wir dieses Mana her hatten? Muss ich mir nochmal genauer anschauen. Was für ein erbärmliches Leben. Boah, wie schier. Na, wie lange machst du das schon? Das ist schon besser. Wie lange machst du das schon? Ein paar Jahre kommen da sicher schon zusammen. Und so richtig aufgegangen bin ich erst, als man mich hierher strafversetzt hat. Strafversetzt? Und dann machst du das gerne? Ja. Weißt du, wenn du jeden Tag denkst, dass alles eine Selbstverständlichkeit ist, merkst du nicht, was andere für Opfer bringen. Was die meisten als Strafe empfinden, sehe ich als Chance. Das Weltenherz und ich sind unzertrennbar geworden. Mein Clan kann mit Stolz auf meine Arbeit blicken. Ja, das ist ja schön, oder? Was weißt du über den Mord an Askor, Entschuldigung. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Ja, machen wir mal Askor. Was weißt du über den Mord an Askor? Nicht sehr viel. Ich bin die meiste Zeit hier draußen. Schwurrum. Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Wie gut kanntest du Askor? Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Du trägst ein Schwert. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt. Fang mal oben an. Also, warst du am Tatort? Das heißt, du warst auch zur Tatzeit hier? Ich war schon seit Monaten nicht mehr in der Stadt. Wann ist der Mord denn genau passiert? Vor 3 Monaten. Kann sein, dass ich... Um ehrlich zu sein, weiß ich es gar nicht mehr. Wie gut kanntest du Askor? Wie gut kanntest du Askor? Eigentlich gar nicht. Wir Setzer hier draußen haben mit den anderen nicht viel zu tun. Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Weißt du, wo sie Askors Leiche gefunden haben? Irgendwo im Wald hörte ich, oder? Was hast du denn noch gehört? In der besagten Nacht soll einer der Setzlinge verschwunden sein. Die Aufzucht eines Setzlings war Bestandteil der Prüfung. Er war für uns hier draußen bestimmt. Er kam aber niemals bei uns an. Ich gehe davon aus, dass er gestohlen wurde oder sowas. Aha. Aber was da genau passiert ist, frag mich nicht. Du trägst ein Schwert? Du trägst ein Schwert? Klar, wie die meisten von uns. Ihr Setzer seid auf euch allein gestellt. Die meiste Zeit schon. Aber was will man machen? Die Krieger verteidigen oft lieber die Stadt, als uns Setzer hier draußen zu beschützen. Wäre schon toll, wenn sich die schweren Jungs hier mal öfter blicken lassen würden. Denn wenn nachts die Biester kommen, bleibt uns meist nur die Flucht. Na toll. Du kannst der Mörder nicht sein. Interessant. Wie kommst du jetzt darauf? Du hast nicht die Körner für sowas. Alter. Du meinst, du bist nicht stark genug, um einen gestandenen Berserker mit einem Schwert niederzustrecken. Da hast du wahrscheinlich recht. Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Wie steht es um die Sicherheit des Weltenherzes? Von den Alps geht für den Moment keine Bedrohung aus. Auch wenn das sicher nicht auf alle zutrifft, meiden die meisten von ihnen diesen Ort. Aha. Scheinbar bekommt ihnen die Macht unserer Herzen nicht. Wäre gut, wenn die Viecher das genauso sehen würden. Aber klagen kann ich eigentlich nicht. Dann kann ich Ragnar sagen, dass er mich umsonst geschickt hat. Du kommst von Ragnar? Ach, wenn das so ist... Wenn du dich wirklich nützlich machen willst, dann gibt es was zu tun. Es ist auch ganz einfach. Ja, zwar nicht so spannend wie eine Unholdjagd, aber Arbeit ist Arbeit. Wir kriegen hier seit einiger Zeit nämlich nichts mehr zu beißen. Und nur mit gutem Willen stehen wir die Arbeit am Weltenherz nicht durch. Das stimmt. Ohne was Ordentliches im Bauch. Das hältst ein paar Tage vielleicht aus, aber irgendwann, boah, brauchst du was zwischen die Zähne. Das Malwerk muss nämlich auch betrieben werden, ne? Also die Zähne.
Was weiß ein Setzer wie du schon darüber, was ein Alp bekommt und was nicht? Ich besorge dir was zu futtern. Woher bekommt ihr eure Ration? Welchen Sinn hat es hier am Weltenherz an, ein Weltenherz anzupflanzen? Woher bekommt ihr eure Rationen? Woher bekommt ihr eure Ration? Für gewöhnlich direkt aus Goliath. Aha. Manchmal bringen auch ein paar Jäger was vorbei. Aber darauf kannst du dich nicht verlassen. Warum sind die Lieferungen in Stocken gekommen? Seit unsere Leute die Setzlinge in die Welt hinaustragen, um neue Weltenherzen heranzuzüchten, wird der Proviant neu verteilt. Wir bilden da leider das Ende der Nahrungskette. Na toll. Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Welchen Sinn hat es, hier ein Weltenherz anzupflanzen? Du verstehst nicht viel von Pflanzen, habe ich recht? Nicht wirklich. Dann erkläre ich es dir. Es kann ja nicht schaden. Also, aus einem Setzling erwächst nicht unbedingt ein Weltenherz. Aha. Ehrlich gesagt ist das nur bei den wenigsten der Fall. Aber nur Weltenherzen können die Erde wieder fruchtbar machen. Je mehr Setzlinge wir also züchten, umso höher ist die Chance auf ein Exemplar, das zum Weltenherz taugt. Aha. Und so ein Exemplar siehst du hier vor dir. Ihm haben wir zu verdanken, dass die Gegend wieder blüht und gedeiht. Oh. Verstanden. So schwer war es ja auch nicht. Ich weiß nicht, das ist so unhöflich, das Obere. Ich besorge dir was zu futtern. Ich besorge dir was zu essen. Wirklich? Da könnte einiges an Laufarbeit auf dich zukommen. Du müsstest zurück nach Goliath und Cinda überreden, dir etwas mitzugeben. Sie ist verantwortlich für die wahren Ein- und Ausgänge. Nur überwacht sie alles wie ein Rudel Raptoren ihre Jungen. Schöner Vergleich. Goliath ist weit. Das kann dauern. No problem. Wir haben ja Schnellreise und so, ne? Kein Problem. Ja, das sagst du jetzt. Aber versuch erst einmal, sie zu überzeugen. Sie ist so stur. An ihr würde sich sogar der Pilger die Zähne ausbeißen. Du könntest natürlich auch einfach etwas Setzerbrot sammeln. Und das Zeug wächst überall. 4 Dutzend sollten reichen. Boah. 4 Dutzend? Ja, die Arbeit macht hungrig. Ja, aber das glaube ich. Machen wir eine runde Summe daraus. Bring mir einfach 50 Stück. Okay. Dann kannst du dir den Weg nach Goliath sparen. Alles klar. Ich habe Proviant für dich. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Wow. Na, das schimmelige Brot nicht. Hör auf, das muss ich vorher speichern. Also das wäre unter aller Sau. Oh, na, das kann man nicht machen. Das geht ja nicht. Wirklich wahr? Speichern. Hör auf, das wäre schon tief. Das wäre echt tief. So. Zwecks zur Gaude. Schauen wir uns das mal an. Ich habe was für dich. Ich habe Proviant für dich. Mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Zeig her. Boah, wie schier. Ich habe etwas Brot aufgetrieben. Das sieht irgendwie komisch aus. Soll ich es wieder mitnehmen? Nein. Es wird uns schon satt machen. Wie viele Splitter hat dich das gekostet? Nichts. Moment, das hast du aber nicht von Cinda, oder? Normalerweise ist sie doch sonst nicht so spendabel. Ich habe es mir einfach genommen. Du riskierst deinen Kopf, das ist dir klar, oder? Ich pass schon auf mich auf. Dafür, dass der Magen wieder voll wird, hast du dir meine letzten Splitter verdient. Hier, das ist angemessen genug, oder? Oh, na! Na, das kann man... Danke. Das reicht, danke. Gut. Ich hätte sonst wirklich tief in die Tasche greifen müssen. Und man will ja noch was zum Leben haben. Das kann man ja nicht machen. Boah, ich komme jetzt gerade echt schlecht vor. Das kann man doch nicht machen. Wie viel Setzerdinger haben wir schon? Das ist ja voll schier, ey, voll gemein. Geben wir mal das vergammelte. 10 Stück haben wir erst. Die werden ja krank, wenn die das essen. Na, ich komme mir gerade vor wie ein Unmensch. Das geht nicht. Ich komme mir echt vor wie ein Unmensch. Das kann ich nicht machen. Na, ich komme mir vor wie ein Unmensch. Das geht echt nicht. Das kann ich nicht machen. Na, das kann ich echt nicht machen.
Das ist voll fies. Na, wirklich. Na, na, na. Nein, auf gar keinen Fall. Entschuldigung, ich muss wieder husten. Es werden Schwammerl gesammelt. Ist mir gleich, auch wenn wir 50 brauchen und es ein bisschen dauert. Aber das kann ich nicht machen. Das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wie kann den armen Burschen doch da nicht so was Grausiges geben? Na, wirklich nicht. So, was haben wir hier? Metallschrott. Energiespeicher. Sehr gut. Na, das kann ich mein Gewissen echt nicht vereinbaren. So, ich laufe hier im Kreis herum. Jo. Also wir könnten auch mit der komischen Cinder sprechen. Ich möchte aber auch gerne, oder ich hätte besser gesagt gerne, einen Teleporterpunkt in der Nähe. Das wäre super. Ich speichere trotzdem mal. Oh, und der Part ist wieder zu Ende. Okay. Dann machen wir das beim nächsten Part. Hier das Haus wieder anschauen. Und vielleicht haben wir Glück und es ist in der Nähe ein Teleportpunkt. Das wäre echt super. Na gut, ihr Lieben. Das war's wieder für heute. Tut mir echt leid, aber das schimmelige Brot, das will ich ihm nicht geben. Echt, bei aller Liebe. Nein. Wir sind zwar ein ehemaliger Alp, aber um Gottes Willen. Na, wirklich, ich will da keinen krank machen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!